Was denn? Ja, da findest du überall so ein bisschen von allem, ne? Hier findest du zum Beispiel kein Factory-Loot, außer bei großen Punkten. Und bei Taviana zum Beispiel gibt's jetzt in jeder großen Stadt irgendwie ein, zwei Hallen oder so. Hallen. Deiner Mikes ist natürlich genauso scheiße, aber da brauchst du ja eh nur eine Waffe und mehr nicht. Hallen. Hallenbäder. Krankenhäuser. Da oben auf dem Berg hoch? Nee. Wahrscheinlich ist da ein riesiges Factory gebaut worden. Weil das ist ja noob-friendly hier. Das ist nicht so ein Factory, so ein riesiges und da steht noch ein Factory drin. So ist es. Das ist einfach nur so aufgeblasen. Ja. So wie diese eine Kirche. Ja, wenn man da reinschießt, dann macht das also so. Dann kriegt da Luft raus. Dann implodieren die aber alle. Okay, ist doch weiter weg, als ich gedacht hätte, verdammte Kacke. Ist schon eine Ecke, ne? Ja, Ecke mit was drin. Wenn wir wiederkommen, ist das Ding eh weg. Das wäre echt scheiße. Kommen wir hier so ganz stolz hin. Ja! Und dann ist er geklaut. Und da fahren wir ganz traurig wieder weg. Nein! Ich muss jetzt mal gucken, ob das Auto, was hier an der Straße steht, eine Engine hat. Ach, stimmt. Ist ja auch möglich, ne? Das sieht doch aus, als wenn es eine Engine hat. Der Joghurt mit der Titte. Das schreit doch schon nach Engine. Die Titte mit was drin. Die Engine ist nicht heil genug. La 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 la. Was ist denn das hier? Warte mal, ich will mal kurz was machen. Was machen? Was willst du so machen? Fahr mal kurz weg, ich weiß nicht, was dann passiert. Wenn du den Debug-Scheiß machst, passiert nichts. Und bei Real Sites? Was für ein Scheiß, steig einfach rein. Das will ich mal kurz machen. What the fuck? Alter. Ja. Das ist so ein Crafting-System. Wenn du so ein Entrenching-Tool hast. Okay. Und dann kannst du mit Rezepten Sachen bauen. Das ist aber aus, oder? Kannst du da auch so eine Spaghetti-Bolognese bauen? Nicht schlecht. Einmal Spaghetti Bolognese. Da brauchen wir nämlich eine Dose Nudeln. Spaghetti, ey, wie ehrlich. Was? Ich hab letztens bei, warum war ich da? Das stimmt, wir waren bei Pizzeria. Und da habe ich Spaghetti gegessen. Und da war die Soße so richtig wässrig, ey. Davon musste ich fast kotzen. Wieso isst man denn auch Spaghetti in der Pizzeria? In der Pizzeria isst man immer nur. Ja, Pizzeria / Italiener, aber steht halt Pizzeria drauf. Wie bei jedem Italiener. Guck mal, da ist auch ein Auto hier im Wald, da rechts. Das Polizeiauto da. Rechts. Ja, ich hab dich schon verstanden, Mann. Ja, aber das ist da, nicht ganz. Das Polizeiauto. Rechts. Da, rechts. Das Polizeiauto. Und? Nö. Aber die Engine ist schon besser. Ja, aber nicht gut. Eben. Ist schon wieder drin? Ja, sehr sicher. Gut. Ist ja richtig flink, du alter Sack. Steht da vorne. Hoffentlich sind da noch dieser Typ mit der MG, ey. Hoffentlich sind die da gleich. Ich glaube, dann ist es für heute beendet. Es geht ja heute nur noch so lange, bis der nächste Abfuck passiert. Bis jetzt ist es noch ganz amüsant alles, aber wenn es erstmal wieder scheiße wird, ich fange jetzt nicht nochmal von vorne an. Alter, was geht mit dem Wagen ab, ey? Alter. Bisschen früher schalten, nicht erst bei 20.000 Umdrehungen. Bei 77. Nee, nichts dreht bis 70, Pascal. Doch, ich. Was? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, Formel 1 Wagen schaffen 18. 18 oder 16.000. Deswegen quietschen die auch so. Ich habe jetzt letztens bei YouTube irgendwie so einen Saarland S7 gesehen. Und der hatte 2300 PS. Alter, wie das geklungen hat, ne? Da hab ich mir in die Hose geschissen, ey. Kann man machen, auf jeden Fall. Das war wie so ein, weiß ich nicht, das war plötzlich wie so ein Düsenjet, wo der Gas gegeben hat.
als wenn er durch die Zeit gereist wäre. Richtig krank. Und er war irgendwie mit 6 Spanngurten oder so festgemacht und ist trotzdem noch fast von der Rolle runtergesprungen, ey. Das war so ein Messstand quasi. Salin S7. Den sieht man, hört man auch nichts von, ne? Warum auch? Weiß ich nicht. Eigentlich ist das gar kein so verkehrtes Auto. Ich weiß gar nicht, wo die Karren hergestellt werden. Hört sich irgendwie amerikanisch an. Ja, ich glaube auch. Dann kann das ja eigentlich nur scheiße sein. Das ist auch berechtigt, dass kein Tri-Cat. Wir brauchen schon amerikanische Autos. I'm at Oddmel. Ja, hinter, ne? Ich komme ja auch in Saarland in 9 Tagen bei GTA 5, Alter. Da gibt's so einen ähnlichen Saarland. Das ist der neue Infernus. Was? Der sieht aus, Infernus ist aber immer Lamborghini. Nein, das war immer. Nee, nicht Turismo. Turismo ist der vor Ferrari. Infernus ist der Lamborghini-Verschnitt. Aber es gibt jetzt auch einen Saarland. So einen Saarland-Verschnitt. Wo du mich gerade darauf bringst. Ach gut. Übelst geil, ey. Übelst geil. Wusstest du, dass es auch 15 verschiedene Hunderassen gibt? Das hat absolut Sinn. Das habe ich nämlich bei Giga gelesen. Die haben nämlich geschrieben, dass das Call of Duty einpacken kann. Ey. Da gibt es nämlich 15 verschiedene Hunde. Da ist jemand nichts gespawnt, sagst du? Und Fische, die aus dem Weg schwimmen. Ach Quatsch. Das ist doch technisch quasi unmöglich. Also die ersten haben das ja übrigens schon gespielt, ne? Was? Die ersten haben das ja hier GTA 5 gespielt. Also durften sie ja antesten hier, weiß nicht wie die heißt, Games Insight oder so, hier dieses deutsche Magazin hat das ist schon gespielt, die wurden von Rockstar eingeladen. Oh, verrückt. Und dann haben die gesagt, das Spiel läuft ruckelfrei. Das ist das Wichtigste für mich. Aber es war eine Konsolenversion, weil es war halt ein bisschen scheiße mit die, also manchmal war es halt so mit diesem, wie heißt das, Anti-Aliasing? Nee. Ja, kann oder? Flimmern halt, ne? Ja, das war da halt ein bisschen, aber. Ja, das viel. Ist bei der PlayStation 3 normal, das kannst du da nicht vermeiden. Ja, aber guck mal, wenn die da Kanten flimmern haben, dann haben die da auch schon die Dingens-Version gespielt. Obwohl, ja. Ja, klar, und, da können sie ja wohl schon. Aber wie kriegen die das hin? Dass das da ruckelfrei läuft. Das weiß ich auch nicht. Das möchte ich auch erst sehen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ohne Scheiß. Diese ganzen Magazine, denen kann man doch nicht glauben. Das sind doch alles. Ja, Schweine. Das ist IGN aber öffentlich auch gepostet. Also offiziell. Ja, das sind die Oberschweine. Die sind alle gekauft. Alle bei IGN sind gekauft, ne? Ja. So ist das nämlich. So hast du die von GameStar, die sind auch gekauft. Ich glaube immer nur den Giga-Leuten. Ja, aber die wurden da leider nicht eingeladen. Ja, weil sie nämlich die Wahrheit sagen. So sieht's aus, das ist geil. Ja, ist so. Ja, hier ist leider nicht. Aber wenn du, ehrlich bist, dann wirst du auch nirgendwo eingeladen. Heißt, niemand guckt sich deine nicht vorhandenen Artikel, dann heißt, du gehst pleite. So ist die Welt nun mal. Jetzt ist hier was gespawnt. Ich gehe niemals pleite. Ich werde hier Lotto-Millionär, habe ich gerade entschieden. Ich werde Letto-Millionär. Letto? Letter-Millionär werde ich. Du wirst einfach Jay Leno, habe ich gehört. Letter-Millionär, ich kaufe mir einfach 1 Million Letters. Cool. Ey, ne Jerry Can. Jay Leno, ey. Von denen habe ich schon ewig nicht mehr geredet. Ich habe mir mal auch zu reden. Ich habe mir mal einmal, wie man richtig. Ich habe eine Engine, viel. Pascal. Alter, Mann, geil. Habe ich mir mal richtig viel von ihm reingezogen. Also von dieser Show da, die da hat. Ich ziehe mir immer nur seine Garage rein und hole mir da drauf einen runter. Oh ja, der muss einen richtig kleinen haben, ey. Alter, der müsste den kleinsten Penis der Welt haben. Das ist egal, der hat die geilsten Autos der Welt. Und zwar alle. Der hat sogar den neuen McLaren schon, den es noch gar nicht gibt. Ist ja auch Jay Leno. Der sagt, hey, ich bin Jay Leno. Hey, ich bin Jay Leno. Scheiße, ich wurde in eine Ecke gedrängt, Pascal, jetzt werde ich gerade totgeschlagen. Hä? Laber nicht. Oh, scheiße, ihr kleinen Wichser. Wo? Unten an der Treppe. Warum sterben die denn nicht? Aber jetzt sterben die endlich. Ja, schieß mich. Das hat ja nur 2 Tage gedauert. Ich blute wie so ein Schwein, ey. Soll ich schießen? Ja, bitte. Aber jetzt lockt es noch mehr von diesen Huren. Hast du noch Dings? Antibiotika? Ja.
Brauche ich nämlich mal ganz fix. Können wir aus dieser Ecke rausgehen? Ja, bitte ins Auto. Können wir hier ganz schnell wieder wegfahren? Immer lieber das Auto. Ich verliere jetzt halt die ganze Zeit Blut, das muss ein Scheißen. Aber nicht viel, das ist nur 3 Blut. Ja, die Sekunde. Ach, so eine fickige Scheiße. Hier kann man auch nirgendwo anhalten, ne? Obwohl, wenn man hier anhält, kann man eigentlich nicht abgeknallt werden, weil keiner in seiner Nähe ist. Vergiss mir hier sofort gleich die Antibiotika. Okay, warte. Moment. Zwar genau bei diesem blauen Van. Seid ihr schon mal bereit? Bin sowas von bereit. My body is ready. Aussteigen. Die Karre läuft. Das ist geil, da ist genauso ein sadistisches Schwein wie du dran gewesen. Jetzt kommen wir hierher, Alter. Ja, kannst du auch ins Auto packen, hier. Warte, oben Petrol Pack. Oh, muss ich das ja auch noch aus meinem Petrol Pack rausnehmen? Das ist das Schwein. Okay, los. Keine Zeit für verschwenden hier. Dun 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 dun. Wir sind die UN übrigens. Wir sind hier auf Friedensmission. Wir sind die United Nations. Friedensmission. Frieden. Oh, deswegen haben die weiße Autos, weißt du? Die ergeben sich immer schon, bevor sie überhaupt angegriffen werden. Ergebens! Boom. Tot. Oh ja. Aber wenn dieses Video hier rauskommt, dann haben wir bestimmt schon wieder den Dritten Weltkrieg überlebt. Überlebt oder schon. Oder hier schießen nicht die Russen jetzt auf... Nee, die Amerika schießt auf Syrien. Haben sie damit schon angefangen? Keine Ahnung. Nee, das machen sie jetzt. Und Putin hat gesagt, nee, das gefällt mir nicht. Nee. Und dann hat er gesagt, wir unterstützen Syrien mit Waffen. Ja, sowieso eh schon. Und wenn die jetzt machen, dann haben wir ein Problem mit USA. Das ist natürlich blöd. Oh. Ich weiß gar nicht, warum USA sich da einmischen. Die können sich mal selbst schön die Poperze lecken. Die möchten halt immer gern die Weltpolizei spielen. Ja, die können sich mal einen Arsch ficken. Die können da rumgasen, wie sie wollen. Nein, die haben gesagt, weil wenn man das so hinnehmen würde, diesen Giftgasangriff, und niemand da was machen würde, dann wäre das zu hart, weil da könnte man nicht einfach drüber wegsehen. Ach so, deswegen bombardieren sie die jetzt mit Napalm, weil das dann viel besser ist. Ja. Total. Mit weißem Phosphor. Ohne Scheiß, ey. Ob nun ein Gasangriff oder Napalmangriff oder was weiß ich für einen Angriff, die sind ja sowieso am Ende alle tot, von daher. Total hohl. Ich hab ja. Ich bin ja ein gewillter Mensch und hab auf meinem Handy die Focus Online-App, wo ich immer so Sachen lese. Ja, den Syrien-Quatsch, den krieg ich auch noch immer irgendwo mit. Ja, finde ich auch ganz interessant. Also wenn die sich gegenseitig wegbomben, ne? Das ist schon. Ich finde das nicht interessant, ich finde das absolut behindert. Ja, es ist schon behindert, aber das ist. Weiß ich nicht. Es geht ihnen nichts an, was die da unten machen. Weil die wollen nur wieder machen. Öl. Auch wenn die gar kein Öl haben, die wollen das einfach haben. Das machen die ja, weißt du? Nein, die schicken da ja keine Bodentruppen hin. Die machen einen Luftangriff. Und dann schicken wir plötzlich Bodentruppen rein, weil sie dann aus der Luft irgendwie Atomraketen gesehen haben. Da sind Stangen auf dem Boden. Das sind nur Rohre. Nein, das sind Atomraketen. Und jetzt bombardieren wir dich richtig. Und jetzt nehmen wir all deine Minen aus. Und jetzt pumpen wir all dein Öl raus. So, und jetzt gehen wir wieder. Behindert, ey. Ohne Scheiß. Amerika ist. Ich hasse Amerika so langsam. Das ist so ein behindertes Land, ey. Ohne Scheiß. Da kommen wir auch viele gute Sachen her. Ja, das stimmt schon. Aber da wohnen auch sehr, sehr viele dumme Spacken, ey. Ja, aber in Deutschland wohnen auch sehr, sehr viele dumme Spacken. Ja, wir sind wenigstens nicht so ein verkacktes christliches, andere bebombtes Kackland. Ey, wir sind ein ziemlich christliches Land, möchte ich mal sagen. Geht. Aus dem Fernsehen und so weiter, es geht nie um Religion oder so. Oh. Ich finde, in der Öffentlichkeit wird das sehr wenig behandelt, außer mit den ganzen Vergewaltigungen. Also es wird immer nur negativ über Religion berichtet.
Ja, vielleicht kommst du damit einfach nicht in Kontakt mit dem Positiven, weil es gibt ja auch Leute, die gehen hier jeden Sonntag in die Kirche und so. Also ja, das finde ich, da habe ich auch nichts gegen, ne? Aber dieses behinderte Jesus liebt uns Gelaber und so, das geht mir so auf die Nüsse, ey, es ist so behindert, ey, da könnte ich jedes Mal im Strahl kotzen, wenn ich das so nur höre.